So, weiter geht's. Der Col d'Aubisque und wir haben eine richtig beschissene Rennsituation. Wenn man sich das mal anschaut, 8:22 unser Rückstand und Roglic hat sich mit 5 Fahrern abgesetzt. Kruijswijk noch dabei, Bernal, Vingegaard, Evenepoel und Roglic, also auch eine starke Gruppe. Folgendermaßen passiert, irgendwo links gab es den kompletten Stau. Ulle war eingeklemmt, vorne ist irgendwie niemand mehr richtig hinterhergefahren. Ich hatte 2 Fahrer zwar mit reingeklemmt, die eigentlich Tempoarbeit mitmachen sollten und ich bin einfach nicht rausgekommen aus der Situation. Das war richtig scheiße. Und zack, gab es vorne jetzt hier den Abstand. Jetzt habe ich unser komplettes Team mal vorne eingespannt, damit wir dort vielleicht nochmal hinfahren. Das wird schwer genug werden, aber vielleicht schaffen wir es in der Abfahrt, wenn Roglic da vorne dann auch isoliert ist. Wobei Vingegaard natürlich mit dabei ist. Unser komplettes Team geht da jetzt vorne rein. Tom Dumoulin kriegt mal das rote Gel. Das können wir generell mal komplett verteilen, das rote Gel. Und wir versuchen da irgendwie nochmal hinzukommen. Die Gruppe hier besteht aus 25 Fahrern. Der Abstand ist eine halbe Minute, also durchaus machbar. Ich habe eben mal ein kurzes Päuschen gemacht. Deswegen sind die Geräusche auch wieder anders im Hintergrund. Das nervt immer ein bisschen, wenn man mal kurz aus dem Spiel rausgeht, wenn man etwas anderes zu erledigen hat. So, wir kommen, glaube ich, wieder vorne hin. Aber das hat natürlich unser Team richtig Energie gekostet. Also wir holen Roglic wieder. Die Situation ist erstmal gekontert. Dann können wir nämlich jetzt auch mit unserem Team wieder ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir fahren zwar jetzt durch die Abfahrt mal von vorne rein, regenerieren ein bisschen. Ich würde sagen, wir kontrollieren mal so mit 70. Das können wir mal machen. Ulle regeneriert ebenfalls. Puh, jetzt gibt es gleich noch die Verpflegungsstelle. Und dann schauen wir mal, was am Berg der ersten Kategorie so passiert. So, unten in dem Berg hat gleich mal Tadej Pogacar da vorne mit einer Gruppe angegriffen. Wir haben ihn mal fahren lassen, weil mir das ein bisschen zu früh erscheint, um ehrlich zu sein. Bardet und Thomas fahren mal hinterher. Ich hänge mich mal an Geraint Thomas dran. So ist wahrscheinlich am besten, so sind wir perfekt im Windschatten. Vorne, wie gesagt, Pogacar, Almeida, Alaphilippe und Evenepoel sind dort raus. Aber Pogacar ja durchaus auch mit 5:43 Rückstand. Also dann konzentrieren wir uns nämlich lieber auf Roglic. Unser Team macht trotzdem mal konstantes Tempo. Trotzdem jetzt mal auf 100 gestellt, weil ich Pogacar natürlich schon gerne wieder einholen würde. Okay, warte mal, ich gehe mal ein bisschen raus hier aus der Position. Ungern immer, dass ich den blauen Balken oder über den roten Balken quasi hinausgehe. Habe ich ja schon mehrfach gesagt, deswegen fahre ich auch nicht immer so gerne in dieser Folgeposition. So, unser Team macht das aber gut. Wir sind am Col des Bondel, 10,4 Kilometer. Wir wissen, dass das ein sehr, sehr steiler Anstieg ist. Der ist eigentlich komplett steil. Geraint Thomas geht jetzt mal an die Spitze. Romain Bardet dahinter. Und wir haben Sepp Kuss auch noch mit dabei. Danach gibt es dann nochmal eine Abfahrt, wo man wieder schön regenerieren kann. Und dann geht's nach Oterkamp nach oben. Aber heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Erst werden wir abgehängt und Roglic ist vorne weg. Zum Glück haben wir das wieder zufahren können. Jetzt hier unten die Attacke von Pogacar in den Berg rein. Das läuft alles nicht optimal. Roglic kommt nach vorne. So, Geraint Thomas, fahr mal wieder hin, bitte. Kruijswijk und Vingegaard fahren da jetzt auch nochmal hin. Also Jumbo ebenfalls stark. Da hinten leiden sie komplett. Unser Team heute gut mit dabei. Vorne nach wie vor Pogacar. Wir kommen da nicht näher. Sogar eher das Gegenteil, dass die Gruppe Pogacar sich da leicht absetzen kann. Aber wenn wir das irgendwie im Rahmen halten und es kostet Pogacar da vorne, glaube ich, mehr Energie, als es uns hier hinten kostet, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wir wollen natürlich das blaue Gel sparen. Das ist auch klar. Das müssen wir mit in den Schlussanstieg nehmen. Deswegen, wenn Pogacar sich jetzt hier einen gewissen Vorsprung rausfährt, auch kein ganz, ganz großes Problem. So, Geraint Thomas muss die Lücke wieder schließen. Alaphilippe kommt zurück. Also die Etappe läuft wirklich nicht gut. Bin jetzt auch ein bisschen sehr, sehr nervös. Da ist Roglic, glaube ich, gerade richtig fett weggedrückt worden. Da muss ich jetzt erstmal wieder nach vorne kämpfen. Für uns natürlich gut. Fair Play wird hier klein geschrieben. Kann ich nur immer wieder erwähnen. Also entweder hat Tadej Pogacar heute seinen Floyd Landis-Tag. Oder er wird noch richtig einbrechen. Ja, Leute, es ist doch nur eine normale Kurve.
schließen mal schnell die Lücke. Und gehen mal mit hin. Alter, die drücken aber auch hier ein Tempo hoch. Gehen wir mal bei Romain Bardet ans Hinterrad. Kruiswijk ist da. Gruppe wird immer kleiner. Gruppe mit Kuss hinten dran. Roglic ist hier natürlich noch dabei. Diese Kurven immer, die sind so furchtbar, wie die KI die fährt. Da kann man zwar immer ein paar Sekunden gut machen, aber mir wäre es lieber, sie würden sie vernünftig fahren. So, Jerome Thomas an zweiter Position. Da hängen wir uns jetzt wieder dran. Spart wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen Energie. Außer er fährt jetzt an die Spitze. Martinez drückt uns kurz weg. Bis oben hin schaffen wir es auf jeden Fall, ohne das blaue Gel zu nehmen. Auch wenn der blaue Balken natürlich ein bisschen kleiner wird. Pogacar zieht durch. Also der hatte sich über eine Minute rausgefahren. Kann man nur hoffen, dass der am Schlussanstieg dann ein bisschen einbricht. Aber 5 Minuten fährt der heute nicht gut. Das wäre doch der absolute Wahnsinn, wenn er das schafft. Bardet, fahr mal wieder vorbei. Bitte. S'il vous plaît. So, wie weit ist es noch? 1,5 Kilometer. Die Gruppe hier wird immer kleiner. Also unser Team macht das echt stark. Sepp Kuss ist da leider in der nächsten Gruppe. Blaues Gel wird wahrscheinlich notwendig sein, wenn wir weiter so hier reinballern. Für Bardet und Jerome Thomas. Kommen wir da gut vorbei am Arkea-Fahrer. Jesper, jo, wenigstens das haben wir mal geschafft. So, dann müssen wir hier jetzt doch schon mal das blaue Gel vergeben. Vielleicht kommt Sepp Kuss ja in der Abfahrt nochmal ran. Pogacar vorne jetzt mit 1,20 vor dieser Gruppe hier. Das ist schon echt krass. Der flügt da nach vorne. Wahnsinn. Jetzt kommen unsere Helfer nicht mehr, aber Jonas Vingegaard ist da. Natürlich hat Roglic genau dasselbe vor. Der will da vorne Pogacar auch nicht zu weit weglassen. Aber es sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. Gleich mal 1 Minute 45, die Pogacar hier gut gefahren hat. Wahnsinn. Wir gehen in die enge Abfahrt vom Col de Spondel. Ich fahre diesmal gleich nach vorne, weil eben in der anderen Abfahrt, da bin ich immer dauernd richtig weggeblockt worden. Das hat mich total genervt. Aber diese engen Abfahrten sind auch echt schwer zu fahren. Kann man auch kaum mal wirklich Schwung mitnehmen. Da meine ich das mit Vingegaard gerade. Dass sie da immer so hin und her schwanken, wenn sie in die Kurve fahren, das nervt. Deswegen würde ich da gerne ein bisschen alleine fahren. Aber ich bremse natürlich auch manchmal unnötig in irgendeiner Kurve. Zum Beispiel hier. Und das ist es halt. Kron ballert mich dann nach außen weg. Es ist so nervig. Also gerade diese Etappe ist bislang meine Hassetappe. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Meine absolute Hassetappe. So, Jerome Thomas ist wieder da. Romain Bardet ist wieder da. Sepp Kuss leider nicht. Lassen unsere Jungs jetzt hier nochmal ein bisschen runterballern. Abfahrt ist jetzt auch nicht so mega steil und lang. Ups, Entschuldigung. Da sind wir jetzt schon halb durch. Müssen echt schauen, dass wir den blauen Balken da wieder gut regeneriert bekommen. Machen natürlich jetzt gerade auch selber Tempo. So, nochmal in die Aerodynamik. Rein unten kann man irgendwie schwer abschätzen, was da kommt. Alter Schwede, jetzt bin ich aber richtig angespannt. Mir gefällt diese Situation da vorne einfach überhaupt nicht. Vorhin bin ich noch so gut abgefahren. Jetzt funktioniert hier eigentlich gar nichts mehr gerade. So, Jerome Thomas, die kleine Lokomotive. Einfach mal voll durchs Gemüse gefahren. Wir schauen mal, Pogacar fast 2 Minuten vorne. Wenn er das durchzieht, das wäre der absolute Wahnsinn. Unten rein die Attacke gesetzt. Dachte ich mir, jo mei, das wird schon nix. Hab mir auch gedacht, okay, ich habe ja noch mein komplettes Team. Warum sollte ich da jetzt hinterhergehen? Wenn er das tatsächlich durchzieht, dann hat er es einfach auch verdient.
So, Jungs, wo seid ihr? Irgendwie will keiner mehr. Doch, da sind sie wieder. So. Immer noch nicht vorbei, die Abfahrt. Sorry, bin gerade wirklich unkonzentriert und habe tierisch Angst. Ah, genau, jetzt kommt da vorne natürlich nochmal so eine schöne Kurve, wo man sich eh immer verbremst. Das haben wir zum Glück ganz gut hinbekommen. Und dann ist hier Jonas Vingegaard. Dachte gerade schon, jetzt kommt Roglic und ballert los. Das wäre nicht gut. Also, Schlussanstieg, Ohr-Kategorie. Ich nehme aber auch noch auf, oder? Ich habe es jetzt nicht weggedrückt und kommentiere in meinem Wahnsinn einfach weiter. So, Leute. Let's go. Sepp Kuss ist nicht zurück. Unser Team macht weiterhin 100% Tempo in den Schlussanstieg rein, nach Oterkamp nach oben. Und dann schauen wir einfach, was drin ist. Jetzt ist es einfach nur noch Mann gegen Mann. Pogacar wird da vorne viel Energie verballert haben. Hoffen wir es zumindest mal. Wenn wir unser Team hier noch richtig gut nutzen, dann kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen näher und können dann, wenn Roglic attackiert, zumindest mitgehen. Der hängt da am Ende der Gruppe. Vingegaard, also Jumbo übernimmt jetzt auch ein bisschen mit, das Tempo. Die haben auch Bock. So, mal schauen. Also Jumbo macht ein bisschen was. Dann arbeiten wir hier jetzt gemeinsam gegen Pogacar. Und hier beginnt jetzt der Schlussanstieg. Vamos, Enric. Ich weiß nicht, wo Enric Mas ist. Aber ich glaube, er ist nicht in dieser Gruppe. Ah, da hinten ist ein Movistar-Fahrer. Vielleicht ist er's. Wir werden es nie erfahren, weil ich gerade keinen Bock habe, nachzuschauen. So, Tempo ist hoch. Wir müssen voll durchdrücken. Also an Spannung ist die Tour de France auf jeden Fall nicht zu überbieten. Das kann man schon mal so sagen. Ganz kurz einmal aus dem Sattel. Kreuzweg mit brutalem Tempo, dass er hier reinfährt. Wie schaut's aus? Pogacar aber immer noch mit 1,5 Minuten. So, leider kein blaues G mehr für unsere Kollegen. Boah, der Schlussanstieg ist steil. Aber Kruijswijk ist jetzt eh hier der beste Helfer. Vorsprung von Pogacar wird geringer. So, John Thomas muss da wieder Hinterrad fahren. Bardet, Vingegaard. Roglic hält sich die ganze Zeit viel, viel weiter hinten auf. Mal schauen, ob das vielleicht auch cleverer war. So, Bardet übernimmt nochmal. Heute ist unser Team Gold wert. Die ganze Zeit habe ich ja drüber geschimpft, aber heute ist das Team wirklich Gold wert. Im Tempo raus. Dann nehmen wir mal blaues Gel. Vingegaard kommt wieder nach vorne. Wir heben uns ein bisschen was auf. Für schlechte Zeiten. So, hier geht nichts mehr. Sepp Kuss hat das blaue Gel noch, aber er ist halt leider irgendwo abgehängt worden. Bei irgendeiner Tempoverschärfung und ist dann nicht mehr mitgekommen. Da haben wir jetzt Roglic endlich mal, der sich vorne zeigt. So, jetzt fahren wir zu sehr im Wind. Lassen wir Bardet mal vorbei. Das ist Lutsenko, das erkennt man sofort. So, Vorsprung von Pogacar auf 1 Minute. Gesunken. Tut ihm dann jetzt doch weh, was er da gemacht hat. Es sind noch 8 Kilometer bis oben hin. So, Jan Thomas ist durch, oder? Rotes Gel, Bardet, rotes Gel. Vingegaard ballert da vorne nochmal. Godu fährt uns da ein bisschen in die Parade. Geh mal weg, Godu. Einmal kurz rüber geboxt. So, Bardet zieht durch. Vingegaard versucht die Lücke zuzufahren. Roglic geht mit. Nochmal Tempoverschärfung. Danke, Roglic. Nee, okay. Wehe, 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 wehe. Also wenn jetzt Roglic mich in Godu reingedrückt hätte, hätte ich ihm aber auch per Faustschlag ausgenockt. So. Ein bisschen. Der Tempo ist nicht gerade langsam. Was macht Pogacar? 1/2 Minute noch vor dieser Gruppe. Martinez kommt hier noch mit.
7 Kilometer noch bis oben hin. Vingegaard, und was macht Bardet da vorne? Der kann tatsächlich immer noch ein bisschen. Gleich ist er durch. Vingegaard fährt die Lücke zu. Da vorne sehen wir Tadej Pogacar wieder. Marc Padun hat sich hier jetzt noch reingeschummelt. So, alter Roglic. Erst fährt er mir ins Rad und dann fährt er da weg. Wie assi ist das denn? Das war eine richtige Arschlochaktion. So, wir gehen bei Roglic ans Rad. Und schauen, was Vingegaard und Roglic da jetzt noch für uns machen können. So, Pogacar ist wieder eingeholt. Das hat schon mal gut funktioniert. 5 Kilometer sind es noch bis oben hin. 5 steile Kilometer. Martinez, Yates hier noch mit dabei. Spricht dafür, dass Egan Bernal hier auch noch irgendwo ist. Da ist er. Ganz kurz der Blick auf die Gruppe. Roglic lässt sich ans Ende fallen. Also Ineos, da kann man nicht meckern. Kein schlechtes Team. Haben hier einfach noch 4 Fahrer drin. Die jetzt aber alle nicht mehr können. Sehr, sehr gut. Rückstand unserer Gruppe nach vorne. 32 Sekunden. Vingegaard, meine Fresse. Sorry, muss doch nicht. Das war so mega unnötig gerade. Roglic geht. So, Hinterrad. Ist mir wurscht, was dahinter passiert. Roglic, Hinterrad covern. Da kommt Ineos wieder rangefahren. Aber wenn wir nicht das Hinterrad von Roglic geholt hätten, dann wäre Ineos nicht gefahren. Roglic kommt schon wieder. Jetzt wird es schwer, weil wir einfach den roten Balken nicht regeneriert haben. So, jetzt wird es sehr, sehr kompliziert, da vorne nochmal hinzufahren. Roglic, aber er hat einen großen Rückstand. So, wie weit ist es noch? 2,3 Kilometer. Der wird sich da jetzt keinen Riesenvorsprung rausfahren. Er hat uns halt platt gefahren mit diesen Attacken, die wir gekontert haben. Dahinter Pogacar. Vielleicht sollten wir auf Pogacar kurz warten. Ich weiß nicht, ob der nochmal hinkommt. Alter, Roglic ballert aber auch durch. Heute mit einer guten Tagesform anscheinend. Aber mit 3,53 Rückstand sollte das eigentlich passen für Ulle. Wird jetzt sekündlich größer. Egan Bernal heute auch stärker als Ulle. Uns trotzdem mal relativ stabil nach oben. Alter Schwede. Also Roglic muss heute eine Wundertagesform haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wir können jetzt auch selber nochmal schneller fahren. Wir verlieren knapp eine Minute auf Roglic vor dem Zeitfahren. Die Attacken haben uns den Zahn gezogen. Roglic ist drin. Wir haben noch 300 Meter. Ballern jetzt nochmal. Und gehen durch. Da haben wir sogar noch ein bisschen roten Balken. Also leider dann doch nochmal ein bisschen verloren auf Primož Roglič. Wie gesagt, die Attacken, wenn wir konstant hochgefahren wären, aber wäre es wahrscheinlich auch nichts geworden. Roglič halt dann doch ein kleines bisschen stärker. Wir heute mit einer durchschnittlichen Tagesform. Ich würde die Tagesform von Roglic mal interessieren. Und Pogacar, glaube ich, auch mit einer sehr, sehr guten Tagesform. Der hat es nur taktisch halt leider ein bisschen vermasselt, indem er schon am Berg der ersten Kategorie angegriffen hat, unten rein. Huh, Mann, Mann, Mann. Also das kostet sehr viel Lebensenergie, das hier fertig zu spielen. 27 Fahrer, das Gruppetto ist relativ groß. Mit Connor Swift von Arkea da hinten noch drin.
Ach, Mann, ey. Trotzdem irgendwie ärgerlich, dass wir da das Hinterrad von Roglic nicht halten konnten. Aber in Gelb bleiben wir auf jeden Fall. Ansonsten, wir sind wahrscheinlich jetzt noch so knapp 2,5 Minuten oder so Vorsprung, würde ich sagen, in der Gesamtwertung. Schauen wir mal drauf. Pogacar haben wir ein paar Sekunden abgenommen, aber den kann man, glaube ich, inzwischen auch schon außen vor lassen. Na komm schon, Spiel. So lange brauchst du auch nicht. 1,10 verlieren wir. Nochmal 10 Sekunden Zeitbonifikation für uns. Der dritte Platz. Das bedeutet, jo, 2,31. Das war, glaube ich, ganz gut hochgerechnet. 6 Minuten für Pogacar. Jetzt gibt es nur noch das Zeitfahren. 1.382 Punkte für uns. Erstmal jetzt noch ein Sprint von Castelnau-Manioac nach Caorres. Da würde ich, glaube ich, Ulle einfach mal komplett rauslassen und wir sprinten mit Wout van Aert. Das grüne Trikot sollte ja trotzdem auf unseren Schultern sein, aber das werde ich dann in der neuen Aufnahme machen. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause, jetzt brauche ich erstmal einen Cognac oder sonst irgendwas. Mit 2,5 Minuten gehen wir ins entscheidende Zeitfahren rein. 40 Kilometer sind es dann da und dann machen wir das in der kommenden Folge. Bin gespannt, macht auf jeden Fall Laune. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe, aber ich glaube, ich werde jetzt auch gleich einfach ohnmächtig. Aber nicht bevor ich mich noch bedanke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Um 18 Uhr geht es weiter mit der Entscheidung der Tour de France. Weiter geht's mit Team Telekom und Jan Ulrich. Wir haben die 19. Etappe gerade mal ein bisschen geskippt. Also, da war eine große Gruppe vorneweg, eine sehr, sehr große Gruppe. Komischerweise durfte Küng nicht mit in diese Gruppe. Da ist dann nämlich alles wieder zusammengefahren worden. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann schicken wir halt keinen vorne mit rein, versuchen ein bisschen Tempo zu machen und vielleicht machen die Sprinter-Teams ja dann auch ein bisschen Arbeit mit uns. Ich habe allerdings das Team jetzt nicht wirklich verausgabt, auch wenn wir es für diese Tour de France nicht mehr brauchen. Deswegen sehen wir hier jetzt einfach mal gar kein Bild von der Etappe, was aber, glaube ich, auch gar nicht so schlimm ist. Ulle kam mit 8 Minuten Rückstand rein. Den Etappensieg hat sich Bauke Mollema geholt vor Nikias Arndt und Matej Mohoric, der ja, glaube ich, auch irgendeine Erkrankung während der Tour de France hatte. Deswegen war er nicht ganz so stark in Form. Da wurde jetzt irgendwas diagnostiziert. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was es war. Auf jeden Fall eine sehr sympathische Ausreißergruppe. Taco van der Horn, Simon Geschke. Da sind doch einige Sympathien vorne mit drin gewesen. So, jetzt allerdings fernab von allen Sympathien. Jan Ulrich gegen Primož Roglič. Das entscheidende Zeitfahren steht an. 40 Kilometer noch Rocamadour. Da bin ich sehr gespannt, ob wir den Vorsprung halten können. Und natürlich bin ich gespannt, wie die Tagesform sich gleich verhalten wird. Also 40 Kilometer ins Finale rein geht es dann nochmal ein klein wenig steiler. Wir versuchen uns die Energie gut einzuteilen. Ich bin mega nervös, aber ich will es jetzt hinter mich bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schiebe das jetzt schon ein, zwei Tage vor mir her, weil ich ja auch so viel am Stück vorher aufgenommen habe und habe ein bisschen Kartoffelbrei in der Hose jetzt vorm Finale. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Was soll schon schief gehen? Im schlimmsten Fall verlieren wir 2 Minuten 30 und gewinnen die Tour de France mit einer Sekunde Vorsprung. Ist das der schlimmste Fall? Ich glaube nicht. Aber wir gehen mal rein. Let's go, Ulle for the Tour win. Also, los geht's, Ulle. Welcome the leader of the race onto the ramp for this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time and retain his jersey. Come on, let's give him a cheer. So, los geht's. Entscheidung bei der Tour de France mit super Tagesform. Also das ist im Zeitfahren halt extrem wichtig. Wenn man im Zeitfahren einen roten Pfeil nach unten gehabt hätte, dann hätte Roglic jetzt mit einer guten Tagesform noch an uns vorbeiziehen können. Aber so ist es quasi, wenn wir uns nicht grob fahrlässig dämlich anstellen, dann sollte uns der Toursieg eigentlich nicht mehr zu nehmen sein. Aber der Parcours ist relativ schwer, kurvig, viele Tempowechsel sind mit drin. Das ist dann, könnte ein bisschen kompliziert werden. Aber wir gehen jetzt hier hochkonzentriert rein. Ich habe den Parcours auch erst mit Ineos gespielt. Also von daher sollte ich den Parcours noch ganz gut kennen. Da waren immer hier so ein paar Szenen drin, wo man sagt, okay, da müsste man mal ein bisschen vom Gas gehen. Aber dann geht es eigentlich auch schon wieder. So, sehr gut. Das haben wir, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Da kommt jetzt gleich vorne nochmal eine Schikane. Da müsste man auch nochmal kurz ein bisschen rausnehmen. Okay, hier ballern wir jetzt einfach mal durch. So, okay, ja. Ein bisschen vorsichtiger Modus, den ich natürlich jetzt hier gerade drin habe. So, das haben wir auch gemeistert. Und jetzt geht es hoffentlich mal ein bisschen gerade zur Sache. Das ist schwierig, diese dauernden Tempowechsel da drin zu haben. Aus der Zeitverhaltung raus, dann Tempo aus der Kurve rausnehmen.
Da vorne geht es jetzt wieder so weit, dass man sagt, da kriegt man wahrscheinlich die Kurve eher nicht. Aus der Zeitverhaltung raus und wieder rein. Wirklich schwerer Parcours. 12:16, unsere erste Zielzeit. Ich gehe mal, wenn es hier bergab geht, ein bisschen vom Tempo. Beziehungsweise mach mal ein bisschen Aerodynamik. Da sind wir ein bisschen, wären wir sonst zu weit rausgekommen. Die Kurve kriegen wir sonst auch nicht. Aber jetzt ballern wir mal ein bisschen. 12:16, wie gesagt, die Zielzeit 11:55 ist Roglic da vorne gefahren. Das könnte eng werden. Na, kriegen wir aber knapp hin. Sehr gut. Da können wir schon mal zufrieden sein mit. So, da waren wir ein bisschen im Acker. Nee, also guter Start auf jeden Fall. Puh, bin mega nervös. Aber das wird hoffentlich der nächste deutsche Toursieg von Ulle. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn wir das hier schaffen. In unserer zweiten Tour de France wieder Original Ulle. Leider halt nicht im deutschen Meistertrikot. Das kann ich hier ins Game nicht mit rein editen. So, wir nehmen ein bisschen was raus. Wir können das ja ganz gut timen. Wir waren 25 Sekunden schneller bei der ersten Zwischenzeit. Die Kurve da vorne, ui, die wird schnell. Da haben wir ein bisschen Schwung verloren auf jeden Fall. Aber es ist noch ein weiter, weiter Weg bis ins Ziel. Deswegen müssen wir auch ein bisschen langsamer werden. Und diese dauernden... Warum können die hier nicht mal eine gerade Straße hinbauen? So schwer kann das doch echt nicht sein. Das war wahrscheinlich Pyradonis oder so, der das hier gebaut hat. Kennt man vielleicht noch von Asterix und Kleopatra. War das Pyradonis, der immer diese furchtbaren Häuser gebaut hat? Da kann ich tatsächlich auch die Realverfilmung empfehlen. Asterix und Kleopatra, Mission Kleopatra, das ist einer der lustigsten Filme überhaupt. Habe ich nicht gedacht, weil diese Realverfilmungen normalerweise immer so kacke waren. Aber bei dem habe ich mich echt kaputt gelacht. So, also wir reden über Kleopatra, damit ich meine Nervosität ein bisschen überspielen kann. Blauer Balken, naja. Geht so. Vorne sehen wir die 20-Kilometer-Marke, aber es gibt ja auch noch ein paar kleinere Abfahrten hinten raus. Da sollten wir dann wahrscheinlich häufiger mal in die Aerodynamik noch gehen. 23:54, Wout van Aert ist da vorne. Pogacar nur mit der 24:09. Ein Kilometer für uns noch. Müsste Roglic ja eigentlich gleich durchkommen. Der hat auch ein bisschen verloren, eine 24:01. Das wird bei uns in einem ähnlichen Rahmen sein. Ein bisschen schneller. Das hat Nero mich gerade noch angestupst. So, wir bleiben hier gerade mal so am Start, weil ich den Parcours einfach nicht kenne. Und das sieht echt schwer aus hier. So, Nero, ja, wir gehen gleich raus. Hör auf, mich anzustupsen. So, mal schauen. 1:37 unter Spielziel. Das bedeutet, dass wir hinten raus wahrscheinlich ein bisschen was verlieren werden. Mann, Mann, Mann. Also blauer Balken könnte echt kompliziert werden. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Fahrerisch, glaube ich, bislang ganz ordentlich. Hier nehmen wir ein bisschen raus. Da lassen wir es rollen. Also wir müssen ein bisschen vom Tempo runter, sagte er und drückte wieder hoch. So, mal schauen. Also wie gesagt, kann sein, dass wir uns hier ein bisschen verkalkulieren. Gerade auch mit dem blauen Balken. So, wir nehmen den Schwung mit hoch. Sollten diese Kurven hier eigentlich locker bestreiten können. Ich kann mich auch nicht umdrehen und schauen, ob die Konkurrenz schon hinter uns steht. Aber wenn wir jetzt hier ein bisschen was verlieren, ist kein Drama. Wir haben gleich nochmal die Möglichkeit auf Aerodynamik. Ich würde wahrscheinlich sogar
Aber hier ist jetzt eigentlich nicht steil genug. Ich mache es trotzdem mal, weil wir es einfach machen müssen. Ein bisschen in die Aerodynamik gehen. So, 10 Kilometer Marke, 37,16 ist das nächste Spielziel. Dürfen nicht vergessen, dass es gleich nochmal bergauf geht. So, das wird schwierig vom Energielevel her. Wir sind nach wie vor viel zu schnell unterwegs. Ja, denkste, 35,40 ist deutlich hinter Roglic. Jetzt bleiben wir hier mal in der Aerodynamik, solange es geht. Puh. Ja, jetzt sind es nur noch 4 Kilometer. Aber es wird sehr, sehr eng. Gleich nochmal eine kleine Abfahrt dann, wo wir nochmal ein bisschen sparen können. 1,36 und das Spielziel, aber Roglic hat da eine richtig krasse Zeit reingehauen. Oh, da hätten wir gerade aus der Haltung rausgehen müssen. So, hier geht es jetzt gleich nochmal runter. Ja, nice. Auch noch irgendwie so, dass man da bremsen muss. Da vorne kommt dann der Schlussanstieg. Boah, ja. Das hatten wir schon häufiger mal. Und jetzt geht es hier einfach nur noch die Energie raushauen. 47,34. Das Spielziel, gewinnt Jan Ullrich die Tour de France oder nicht? Bricht er jetzt noch ein am letzten Anstieg? Roten Balken haben wir schon ziemlich weg. Ist nicht so optimal. Muss ein bisschen unter dem Ding fahren. 700 Meter, Roglic mit der 45,10. Da kommen wir auf keinen Fall hin. Das schaffen wir nicht. Ulle geht nochmal in die Zeitverhaltung, verliert heute ein bisschen was, aber wir gewinnen die Tour de France. Das ist schon mal wichtig, wir gewinnen die Tour de France. War nicht das optimale Zeitfahren, aber ich finde Rocamadour auch ein schweres Zeitfahren. Wir haben uns die Energie nicht optimal eingeteilt, bin viel zu schnell angegangen. Auch die Kurve, die war schwierig, die habe ich glaube ich aber mit Geraint Thomas noch viel, viel schlimmer genommen. Und dann hier ordentlich Publikum im Finale. Toursieg für Jan Ullrich bei der zweiten Tour de France. Das ist das Wichtige, auch wenn wir jetzt nicht alles in Grund und Boden dominiert haben. Als kleines Fazit schon mal. Die letzten Meter nochmal. Jetzt müssen wir natürlich auf der Champs-Élysées noch sturzfrei durchkommen. Aber das war unser Ziel, die Tour de France zu gewinnen. Und wir haben es geschafft. Wie gesagt, mit allen Ecken und Kanten haben wir es geschafft. Hier mal ein taktischer Fehler. Da mal einfach auch... Ja, wo Ulle nicht gut genug drauf war, aber heute mit einer super Tagesform, mit einer Spitzentagesform hätte ich eigentlich gedacht, dass wir mit Roglic und Co. mithalten können. Jetzt schauen wir mal aufs Gesamtergebnis. Puh, wir waren deutlich, deutlich unter Spielziel. Roglic holt sich den Etappensieg, aber Jan Ullrich gewinnt die Tour de France 2026. Punktewertung geht an uns und die Nachwuchsfahrerwertung natürlich auch. Richtig geil. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Na toll, jetzt habe ich es gleich weggedrückt. Genau in dem Moment natürlich wieder Roglic mit gar nicht so einer guten Tagesform wie Ulle. Dann verlieren wir aber auch gar nicht viel. Ich habe gerade nochmal zurückgedrückt, damit wir uns das Etappenergebnis anschauen können. Aber die Tour de France geht auf jeden Fall mit 1,53 Vorsprung. Dann an Jan Ullrich vor Tadej Pogacar, vor Primož Roglič und Tadej Pogacar. Pogacar dann sogar 15 Sekunden nur hinter Roglič mit einer durchschnittlichen Tagesform und der Rest wirklich unter ferner liefen. Aber Sepp Kuss verliert nur 5 Minuten. Das finde ich tatsächlich für so ein langes Zeitfahren, 20. Etappe, gar nicht mal so schlecht. Also 38 Sekunden unser Rückstand. Gesamtwertung haben wir gerade schon gesehen, 1,53 vor Roglic, 5,39 vor Pogacar, Egan Bernal mit 14 Minuten und der Rest ist einfach so dermaßen abgehängt,
Das ist schon nicht mehr feierlich. Jetzt versuchen wir uns im Sprint gleich auf der Champs-Élysées noch den Etappensieg zu holen mit Ulle. In der Bergwertung Giamatta. Vielleicht sieht man hier schon, dass Fahrer, die sich ein bisschen verausgabt haben über die Tour de France, hinten raus dann auch die schlechtere Tagesform haben. Also Roglic und Ulle haben ja auf den Bergetappen immer zum Schluss mal reingehalten. Fahrer, die dann wirklich komplett sich verausgaben, die kriegen dann vielleicht auch eher mal den roten Pfeil. Kann aber auch einfach Zufall sein. Ich bin da immer ein bisschen unsicher. Deswegen habe ich ja auf der Etappe, wo es nach Andorra runterging ins Ziel, habe ich ja extra ein bisschen rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, nee, wenn ich meinen Fahrer jetzt verausgabe, dann gewinne ich vielleicht eine Minute oder anderthalb und verliere auf der nächsten Etappe dann 3 Minuten bei einer Bergankunft, weil die Tagesform dann schlecht ist. Vielleicht weiß das ja einer von euch sicher, ob man durch ruhiges Fahren, durch Kräftesparen für den nächsten Tag dann auch eine bessere Tagesform bekommt. Ich bin da immer ein bisschen unschlüssig, weil es sieht für mich eher immer ein bisschen random aus. Also Ulle auf der 6 in der Bergwertung, in der Punktewertung mit 397 Punkten ganz, ganz knapp vorne. Man sieht auch, die Sprinter haben hier überhaupt kein Wort mitzureden. Also außer Ulle halt. Ulle ist ja hier auch Sprinter. Nachwuchsfahrerwertung mit 5 Minuten 40 vor Tadej Pogacar. Den haben wir richtig vernichtet. Teamwertung, der zweite Platz hinter den Ineos Grenadiers, die aber auch einfach zu stark waren. Und die Kampfgeistwertung geht, glaube ich, wieder an Dries van Gestel, muss man sagen. Der hat das ja schon letztes Jahr gewuppt. 1432 Punkte für Ulle. Wir haben nicht mehr doppelt so viele Punkte wie Tadej Pogacar, aber ist trotzdem noch völlig akzeptabel. Und jetzt geht es dann nach Paris auf die Champs-Élysées. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal komplett in die Etappe rein und schauen uns auch mal dieses Paris-Profil komplett an. Ich glaube, das haben wir die letzten Male ja nie gemacht. Aber das hat so viel Spaß gemacht mit Ulle, die Tour de France. Und ich würde sagen, der höchste Schwierigkeitsgrad ist im Hintergrund ja freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert, dass man am Ende der Saison, wenn man Erster wird, hochgestuft wird. Einige haben ja schon gesagt, nein. Wenn nicht, machen wir vielleicht trotzdem noch eine Saison mit Ulle. Ich habe aber auch andere Formate mit Ulle noch vor. Unter anderem ist ja auch das Legendenteam freigeschaltet. Da würde ich gerne ein paar Let's Plays machen, dass man einfach sagt, Ulle gegen die Legenden oder die aktuelle Riege, Tadej Pogacar, Roglic, Vingegaard gegen die Legenden, wie Eddy Merckx, Miguel Indurain und so weiter, Erik Zabel, die natürlich da auch zu den Legenden mit dazugehören. Die Daten habe ich auf jeden Fall schon geändert. Und da gibt es bestimmt auch eine schöne Möglichkeit, da das Format weiterzumachen. So, versuchen Sie einen Ausreißer. Das lassen wir mal in Gelb nach Paris. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Radsportler, als das zu schaffen. Außer es wird einem im Nachhinein aberkannt. Aber ansonsten gibt es wirklich nichts Schöneres. Der Eiffelturm, den sehen wir rechts. Und wie gesagt, wir können gleich mal so ein kleines Fazit machen, wenn sich das hier mal so ein bisschen... Ich mache jetzt einfach mal Lücke schließen. Jetzt müssen wir auch keine Energie mehr sparen. Also, was ist das Fazit der Tour de France? Ich glaube, die erste Woche lief optimal auf dem Kopfsteinpflaster für uns. Wir haben da eine richtig geile Taktik reingeballert und uns den Vorsprung rausgefahren, den wir jetzt vor Primož Roglič hatten. Also Roglič hat nach der Kopfsteinpflaster-Etappe auf jeden Fall Zeit gut gemacht und ohne diese Taktik auf dem Kopfsteinpflaster hätten wir die Tour de France nicht gewonnen. Das ist, glaube ich, so der wichtige Schluss, den wir hier ziehen. Also überall attackieren und Teamtaktik vor allem auch machen, wo es wirklich geht. Dann haben wir an einigen Bergen eben gut mithalten können. Immer mal so ein bisschen was verloren gegen Roglic und Pogacar in der Abfahrt nach Andorra. Da haben wir eine Minute rausgeholt. Das war, glaube ich, auch wirklich wichtig und gut. Ansonsten haben wir uns selten abhängen lassen, bis auf jetzt eben die letzte Etappe, ich glaube nach Otakam war es. Auch wenn es jetzt hier noch genau in dieser Folge mit drin ist, ist es für mich schon ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Deswegen seht's mir nach. Nero macht schon Geräusche, er will unbedingt raus in den Park. Aber ansonsten war es, glaube ich, eine mega spannende Tour de France, weil es so auf und ab ging. So, wir fahren über die Seine rüber. Sagt es ja jedes Mal, jetzt geht es zum ersten Mal auf den Rundkurs, rechts der Louvre, links dann der Jardin, die irgendwas, habe immer noch nicht nachgeschaut, wie das Ding heißt, aber werden wir schon irgendwann mal rausfinden. Und natürlich bleibt mir jetzt auch noch zu sagen, Dankeschön für 3000 Abonnenten, das ist der absolute Hammer, wie sich das in den letzten Wochen entwickelt hat, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 2 Monaten alleine wieder über 1000 Abonnenten mit dazu geholt. Habe ich gerade Ravioli gelesen? Ach, die Rue de Rivoli, Entschuldigung. Irgendwie habe ich auch Hunger, ich habe noch nicht gefrühstückt. Deswegen wahrscheinlich die Rue de Ravioli, gerade oben links gelesen. Place de la Concorde, der ist mir bekannt.
Also Dankeschön für alles. Wirklich Dankeschön auch an die Kanalmitglieder. Zum Beispiel sind ja drei. Deswegen da auch Dankeschön. Muss gleich nochmal schauen. Kaninguru ist, glaube ich, mit am Start. Muss nochmal schauen, wer die anderen beiden sind. Und werde euch auch nochmal namentlich erwähnen. Wisst ihr was? Das machen wir gleich mal. Nicht, dass hier Ungleichheit herrscht. So, natürlich Katikuti. Super viele Kommentare auch geschrieben und immer total nett. Auch danke dafür für die Kanalmitgliedschaft. Und Knasti91, sehr, sehr schöner Name. Auch da danke für die Kanalmitgliedschaft. Aber natürlich generell an alle, die zuschauen. Aber ich versuche mich jetzt einfach mal bei allen hier zu bedanken, die so fleißig kommentiert haben. Auch an alle stillen Zuschauer, das sage ich ja auch immer. Bin ja auch meistens bei anderen YouTubern ein stiller Zuschauer, deswegen weiß ich das genauso zu schätzen wie Leute, die kommentieren, die Daumen hoch geben und so weiter. Hauptsache, man bringt ein bisschen Freude in die Wohnzimmer, in die Schlafzimmer, auf die Toiletten, wo ihr euch das auch immer anschaut. Da bin ich ja auch völlig offen, auch wenn Leute sagen, ich schaue mir deine Videos zum Einschlafen an. Ist für mich jetzt keine Beleidigung, sondern eigentlich das höchste der Komplimente, weil ich finde, zum Einschlafen braucht man was, was total angenehm klingt. Ja, und ich schaue mir zum Beispiel auch nur Sachen an, wo ich sage, ja, das schaue ich mir gerne an. Wenn ich dann einen YouTuber habe, der die ganze Zeit rumbrüllt und macht und dies und da, da kann ich nicht bei einschlafen. Deswegen auch das nehme ich als Kompliment. Ich nehme einfach alles als Kompliment. Wenn ihr sagt, du bist der hässlichste Vollidiot der Welt, da freue ich mich. Bin einfach ein völlig positiver Mensch. Nee, eigentlich nicht. Aber wie gesagt, Dankeschön für alles. Wir haben jetzt hier noch ein paar Runden zu fahren. 39 Kilometer sind es noch. Vorne ist eine Ausreißergruppe weg. Benoit Cosnefroy, Van Gestel natürlich wieder, der wieder ein paar Kilometer fressen will. Und dahinter auch noch Mohoric. So, jetzt gab es auch noch einen Kommentar vom lieben Metfish. Coole Serie, schreibt er. Bin durch dich auf das Game aufmerksam geworden. Ja, wir machen natürlich auch viel Werbung für das Game. Das ist auch klar. Aber es ist auch ein gutes Spiel. Das ist halt wirklich einfach so. Es macht echt Spaß, wenn man so ein bisschen über die erste Phase rüberkommt. Man muss natürlich die Steuerung erstmal so ein bisschen verstehen. Die ist schon komplexer, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Aber es gäbe eben auch noch so viele Möglichkeiten. Eine Mischung aus diesem Spiel und dem Pro Cycling Manager, das wäre halt sensationell gut. Das wäre so gut, dass einfach eine dynamische Fahrerentwicklung möglich ist. Ich hole mir einen 19-jährigen Eritreer und mache genau das, was ich hier mit Ulle gemacht habe. Allerdings mit einem kompletten Team halt, dass ich sagen kann, okay, ich hau jetzt meinen Fahrer in die Ausreißergruppe, der gewinnt zwei Bergwertungen und dadurch verbessert er eben seinen Wert am Hügel zum Beispiel, dass man da einfach mit Erfolgen den Fahrer verbessert, mit Erfahrung den Fahrer verbessert. Das wäre so ein cooles System, dann natürlich noch mit ein bisschen Talent und Potenzial mit drin, so wie das jetzt ja auch beim Pro Cycling Manager ist mit dem Sternesystem oder wie man es vom Football Manager kennt. Ist ja auch nicht so, dass man das Rad neu erfinden muss. Man kann ja auch bei anderen erfolgreichen Spielen abschreiben und trotzdem ein richtig geiles Game machen. Ah, wir haben drei Punkte geholt. Trotzdem ein richtig geiles Game da zusammenschustern. Ich glaube aber, dass das Problem ist, dass das in der Entwicklung für den Publisher oder für den Entwickler dann eben auch zu teuer ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber das Ding hier hat Potenzial. Von der Grafik her ist mir das ehrlich gesagt ziemlich egal, ob die das verbessern. Das ist beim Pro Cycling Manager auch schon so. Ich will ein realistisches Spielgefühl haben, was gut anzuschauen ist. Aber in erster Linie freue ich mich beim Pro Cycling Manager über das neue Scouting-System zum Beispiel, wo wir bei der African Cycling Academy dann ja nur auf dem afrikanischen Kontinent scouten und dort versuchen, den ersten afrikanischen Toursieger zum Beispiel zu finden. So ein bisschen Binyam Girmay-Style. Das ist uns wichtig. Und wie gesagt, sowas hier in das Spiel zu integrieren, noch einen größeren Management-Part und nicht nur dieses arcade-lastige Gaming, dass man den Fahrer steuert, dann hat man auch ein Spiel, was man wahrscheinlich ganzjährig gerne spielt. Und auch die Langzeitmotivation ist natürlich höher. Beim Pro-Leader-Modus muss man sagen, ist die Motivation schon auch hoch. Aber eben wenn man die Tour de France dann irgendwann gewonnen hat, dann geht es da schon auch ein bisschen runter. So, jetzt will hier keiner mehr fahren. Dann holen wir uns doch mal Leute an die Spitze, die jetzt hier nochmal ein bisschen Tempo machen. Dimola und Küng machen das. Nero ist ein bisschen nervös, der will endlich raus und spielen. Aber ich wollte jetzt zumindest die Tour de France hier noch fertig machen, bevor ich dann gleich losgehe. So, Mikkel Honoré. Wir können es mal ein bisschen schneller stellen, glaube ich. Wir sind ja gleich schon fast im Ziel. Und Warren Barguil holt sich da vorne schon einen schönen Vorsprung raus.
So, Lotto Soudal. Ich weiß nicht, ob Caleb Ewan noch mit dabei ist, aber ich gehe mal davon aus. Victor Campenatz. Die französischen Meister oder die französischen Meister. Die Meister werde ich dann eben auch noch anpassen, beziehungsweise sind schon angepasst in der Datenbank, damit wir da auch mit realistischen Daten demnächst spielen. So, Aerodynamik. Aero, wem Aero gebührt. 25 Kilometer sind es noch, 3 Runden sind zu fahren. Also alle mal die Entwickler anschreiben und sagen, hey, cooles Spiel, macht Spaß, aber macht euch nochmal Gedanken, ob man da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr drumherum machen könnte, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es wird einfach nicht passieren. Das ist ein bisschen schade, deswegen muss man dann jedes Jahr mehr oder weniger mit demselben Game leben und einfach hoffen, dass sie irgendwann merken, dass es vielleicht doch mal wieder sinnvoll wäre, da was Neues zu machen. So, ich glaube, dass Ulle heute hier im Sprint der Top-Favorit ist, weil wir einfach auch am besten regeneriert haben. Die Tagesform ist so lala. Vorne Warren Barguil mit 21 Sekunden. Wir schauen uns natürlich hier mal das Ganze ein bisschen an. Sieht schon schick aus, wie gesagt. Und unser gelbes Trikot sieht sowieso schick aus. Nicer Ulle. Braver Ulle. Fein. Hat er gut gemacht. So, und 3000 Abonnenten ist natürlich ein Meilenstein. Gerade wenn man auch sieht, wie viel Arbeit ich da ja schon seit Jahren reinstecke und eigentlich auch immer zufrieden war schon mit meiner Community. Und jetzt durch das Tour de France Game ist es nochmal deutlich nach oben explodiert. Wir haben eine super Community auf Discord. Da ein Cycling-Tippspiel, an dem 30, 40 Leute teilnehmen und auch regelmäßig tippen. Über 500 Mitglieder auf Discord. Die, wo auch, ich würde sagen jetzt, keine Ahnung, 20% beteiligen sich da relativ regelmäßig an den Diskussionen. Viele sind einfach auch nur da oder lesen mit oder sind einfach nur Mitglied. Das gibt es natürlich auch, ist bei mir ja auch so bei einigen Discords, dass ich mich da nicht so viel beteilige, aber dennoch natürlich häufig mitlese. Also es ist alles irgendwie im Fluss, alles momentan total cool, es macht mir mega viel Spaß. Und wie gesagt, wir sind mit diesem Game hier noch nicht fertig. Freue mich aber natürlich auch, wenn einige zu den anderen Spielen mit rüberkommen, weil ich bin auch gar nicht so festgelegt auf jetzt unbedingt Sportspiele. Natürlich ist das mein Hobby. Football Manager wird im November, wenn der neue kommt, wieder am Start sein. Den Pro Cycling Manager spielen wir sowieso weiter durch. Da haben wir nie ein Päuschen gemacht. Biathlon wird kommen, Wintersport. Mal schauen, was da vielleicht auch für neue Games mal kommen. Es gibt eine sehr, sehr geile Biathlon-Simulation. Die habe ich ja auch schon mal erwähnt. NGL Biathlon, wen das interessiert. Realistischer kriegt man momentan kein Biathlon-Spiel. Die Möglichkeit, das Ganze auch zu modden, selber zu editieren, ist da. Das macht mega viel Spaß. Und das challenged einen auch. Also das ist gar nicht so leicht auf der höchsten Stufe. Da rennt man dann schon immer mal hinterher. Da freue ich mich dann im Winter auch drauf. Und ich denke mal, dass es ja schon eine gewisse Schnittstelle gibt zwischen Radsport und Biathlon. So, jetzt ist die letzte Runde angekommen. Wir gehen jetzt nochmal hier mit rein. Holen uns mal unsere Fahrer nach vorne. Stefan Küng macht da jetzt gleich mal, hält das Tempo hoch. Damit Ulle dann auf die letzte Runde in der guten Sprintposition gehen kann. So, jetzt kommen hier echt nochmal richtige Tempoverschärfungen. Macht ja nichts. Ist ja trotzdem noch Radrennen, auch wenn es die Tour d'Honneur ist. Werden ja eigentlich normalerweise erstmal Gruppenfotos geschossen vorne. So, Sonja nicht, doch Sonny Colbrelli. So, Victor Campenatz. Also, hier macht Quickstep aber ordentlich Tempo. Da kommen unsere Fahrer gar nicht so richtig nach vorne. Aber macht ja auch nichts. Dann lassen wir uns halt von anderen das anfahren. Da ist Küng, der jetzt mal ein bisschen nach vorne kommt, der auch eine gute Tagesform in der letzten Woche hatte. Hängen wir uns mal bei Küng dran. Dann können wir den nochmal auf 110 stellen, vielleicht auf den letzten Kilometern. Blau und Gele können wir gleich nochmal verteilen. Ulle geht da relativ easy durch. So, Küng verliert da gerade ein bisschen das Hinterrad. Brenn von Moore und Victor Campenatz drücken wieder für Caleb Ewan. Bleiben hier mal ein bisschen versteckt. Geben mal das blaue Gel. So, also sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen viel gelabert habe, aber ich finde so zum Abschluss, man kann es ja auch wegskippen. Also, wer jetzt nur das Ergebnis haben wollte nach dem Zeitfahren, ist ja das Ende der Tour de France mehr oder weniger. Ist auch in Ordnung. Aber jetzt dachte ich,
dann kann ich mich nochmal ganz in Ruhe bedanken. Und was gibt es Schöneres, als sich auf der Champs-Élysées nochmal zu bedanken? Und ich räusper mich nochmal. Meine Stimme geht gerade ein bisschen weg. So, 5 Kilometer noch. Wir bleiben nochmal bei der 100. Wout van Aert habe ich aber irgendwie noch gar nicht vorne gesehen. Der hängt da ein bisschen im Wurstsalat hinten. So, lass mich mal durch. Dann kommt Küng jetzt mal mit der 110. So, Küng, fahr mal durch. Es sind nur noch 3,8 Kilometer. Ich finde es auf der Champs-Élysées immer recht schwer zu sprinten. Gelbes Trikot, Etappensieg auf der Champs-Élysées, seitdem es kein Zeitfahren mehr gibt, würde mich auch mal interessieren. Wie häufig gab es das denn? So, da haben wir Bennett, da kommt Küng. Da ist auch Dümola. Bloß nicht wegdrängen lassen. 1,4 Kilometer. So, wir bleiben mal bei Kurt Nielsen. Da ist Cavendish. Cavendish bricht aber doch noch ein, oder? Nee, nee, tut er nicht. Also, kein Etappensieg für uns. Mark Cavendish holt sich den Sieg. Quickstep Alpha Vinyl, dann den ganzen Tag gearbeitet, aber es hat nicht gereicht für Ulle. Schade, dachte ich mir, dass Cavendish echt noch einbrechen wird. Macht er aber nicht. Nee, für uns nur der zweite Platz, aber auch ein starker Sprint von Mark Cavendish. Vielleicht habe ich da zu lange gezögert, aber gut, muss man so hinnehmen. Also kein gelbes Trikot, wir müssen die Statistiken nicht bemühen, wann das letzte Mal passiert ist. Wahrscheinlich selten, würde ich mal sagen. Also, Mark Cavendish holt sich den Sieg, schaut ganz verliebt in die Augen der jungen Dame. Da auch nochmal, da ist er nicht wählerisch. Blümchen sind auch tipptopp. Und hier kommt der Mann, der die Tour de France gewonnen hat, Jan Ullrich. Bekommt auch einen Pokal, der meinem ähnlich sieht, den ich hier hinten auf meiner Vitrine mehr oder weniger stehen habe. Sieht nice aus. Sofort, blub, ist er auch ins gelbe Trikot geschlüpft, wie bei der Mini-Playback-Show. Genau, part of the cycling history. Und das grüne Trikot darf er natürlich auch gleich noch aus dem Mini-Playback-Show-Kugel übernehmen. Sieht schon nice aus. Ich finde vor allem so ohne Aufdruck finde ich es irgendwie auch ganz geil. Richly, jawohl. Also, auch das grüne Trikot, Bergtrikot, schauen wir uns auch an. Was soll der Geiz? Das haben wir zwar nicht geholt, aber wir wollen ja Guillaume Martin ein bisschen feiern. Da haben wir ihn hochverdient. Sieger des Bergtrikots, Guillaume Martin, hätte es dieses Jahr vielleicht auch geschafft, wenn er nicht krank geworden wäre, relativ früh in der Tour ja raus. Dafür dann sein Teamkollege Geschke eingesprungen. Und das Nachwuchsfahrer-Trikot geht ebenfalls an Ulle. Da können wir jetzt mal skippen. So, wir haben Errungenschaft freigeschaltet, den Höhepunkt. Endlich habe ich mal den Höhepunkt freigeschaltet. Ich warte schon so lange drauf und freue mich drauf. Und ein Versprechen haben wir freigeschaltet. Ein Versprechen für die Zukunft, dass wir hier mit Ulle die nächsten 47 Tour de France gewinnen würden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich verbessert. Auch Richtung Lombardei-Rundfahrt wäre es natürlich nochmal ganz nett. So die ein oder andere Verbesserung. So, Caleb Ewan auf der 3, Mark Cavendish gewinnt das Ganze. Jakobsen war anscheinend nicht mehr mit am Start. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Dann holen wir uns nochmal 6 Sekunden Zeitbonifikation. Das wäre natürlich geil gewesen. Jetzt auf der Champs-Élysées noch um die Zeitbonifikation sprinten, um Roglic noch einzuholen. Das wäre das Herzschlagfinale gewesen. Aber so müssen wir uns leider mit dem relativ langweiligen Gesamtergebnis zufrieden geben. 1,59 der Vorsprung vor Roglic. Bergwertung haben wir schon gesehen. Hat sich jetzt nicht viel geändert, aber 430 Punkte für Ulle. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Wir holen nochmal ordentlich Punkte. 1637 Punkte. Das ist deutlich der Vorsprung vor Tadej Pogacar und Primož Roglic.
dann Egan Bernal, Colt Pirelli und so weiter und so fort. Das wird uns keiner mehr nehmen können. Da lehne ich mich mal relativ weit aus dem Fenster und jetzt schauen wir uns mal die Werte an. Am Berg kriegen wir nur die 81, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Gewinnen Sie das gelbe Trikot bei der Tour de France. Eine Flachetappe haben wir gewonnen, beziehungsweise 5 von 5 gewonnen. Hügelige Etappe haben wir 10 von 10. Rennen mit Kopfsteinpflasterabschnitt gewinnen haben wir geschafft. Einzelzeitfahren gewinnen und gewinnen Sie das gelbe Trikot der Tour de France. Okay, schauen wir nochmal drauf. Was haben wir denn jetzt noch offen? Also Rennen mit Kopfsteinpflasterabschnitt gewinnen, das sollten wir nochmal machen. Paris-Roubaix gewinnen. Ansonsten die Abschnitte haben wir jetzt schon ziemlich gut durch. Weiß nicht, ob wir dann 10 von 10 und 15 von 15 noch machen müssen bei Abschnitte 4 bis 5. Das kann schon sein, das gelbe Trikot der Tour. Leider ist immer noch, absolvieren Sie die Tour de France, ist leider immer noch nicht drin. Also das ist leider ein Bug, der anscheinend auch zumindest hier zu meinem Spielstand noch nicht gepatcht wurde. Da fehlt uns nämlich jetzt nur noch, absolvieren Sie die Tour de France bei der Ausdauer. Prolog, Einzelzeitfahren haben wir gewonnen, werden wir sicherlich mit einem Wert von 75 demnächst auch häufiger mal schaffen. Zeitfahren von mehr als 20 Kilometer gewinnen. Gesamtwertung für den kämpferischsten Fahrer, das bringt tatsächlich was fürs Zeitfahren, was ich nicht so richtig verstehe, weil es ja eigentlich eine reine Ausreißergeschichte. So, Abfahrt 77, wir haben noch nie eine gefährliche Abfahrt als erstes beendet. Gut, und die Tour de France haben wir auch noch nie absolviert. Das ist einfach traurig. Bergetappen gewinnen ist auch noch nicht so ganz unsere Stärke gewesen. Haben wir während der Tour de France auch nicht ein einziges Mal geschafft, weil immer Ausreißergruppen vorne weg waren, wenn wir uns mal abgesetzt hatten. So, am Berg die 81, da sollten wir immer noch mal die Bergwertung gewinnen. Aber es würde auch was bringen, wenn wir die Lombardei-Rundfahrt für uns entscheiden. Da haben wir nochmal den Fokus drauf. Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich, auch Ziele, die wir noch erreichen wollen in der nächsten Saison. Antritt 81, Sprint 76 und bei Flach, da sollen wir auch noch ein paar Flachetappen gewinnen. Also das ist unser Fahrer mit einer Stärke von 81,5, jetzt immer noch nicht völlig overpowered. Wir werden jetzt die Euro-Tour und die Open-Tour mit Ulle erstmal ein bisschen skippen und dann mit super schlechter Tagesform bei der Lombardei-Rundfahrt nochmal mit reinhalten. Also, mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön, wie gesagt, für alles. Ich weiß das sehr zu schätzen und sitze auch den ganzen Abend immer auf der Couch und aktualisiere und versuche auch alle Kommentare zu beantworten. Freue mich über jeden, der dazukommt. Ich weiß es, wie gesagt, wirklich zu schätzen. Nehme es nicht für selbstverständlich. Habe jetzt auch nicht vor, sofort nach Madeira zu ziehen und abzuheben. Aber wie gesagt, ich weiß es zu schätzen und freue mich da sehr, weil da steckt auch jahrelange Arbeit drin in dem Kanal und wenn es dann eben endlich so gut funktioniert, dann macht das einen einfach glücklich. Deswegen von mir nochmal Dankeschön und wir sehen uns dann wieder, wahrscheinlich bei der Lombardei-Rundfahrt, bei irgendeinem anderen Let's Play und es bleibt ja richtig voll auf dem Kanal. Also es kommen Videos ohne Ende und wir fangen auch bald wieder an, ein bisschen mehr zu streamen. Also Dankeschön und bis bald.